Hallo, mein Name ist Helene Lichtenwald und ich studiere momentan Humanmedizin. Heutzutage trifft die ganze Welt solche Probleme wie Krebs, Epidemien, Grippe und zahlreichen andere Krankheiten an, unter denen alle Menschen leiden und sogar sterben. Ärzte aus allen Ländern sind bereit, Menschen zu helfen und setzen sich für eine qualitative und effiziente Gesundheitsversorgung ein, wenn das Überleben der Menschen gefährdet ist. Nun stellte sich die Frage, ist Medizin wirklich so international? Das Beispiel mit der französischen Organisation Ärzte ohne Grenzen macht uns deutlich, dass Ärzte sind aktiv, wenn nationales Gesundheitssystem nicht mehr in der Lage ist oder nicht mehr willig ist, den Patienten zu helfen. Da das Überleben der Menschen oberste Priorität für uns hat, stehen lebensrettende Aktivitäten im Mittelpunkt. Meiner persönlichen Meinung nach, Medizin ist wirklich international. Wir sind bereit, jedem zu helfen. Es gilt für alle Menschen gleichermaßen, ganz unabhängig von der Zugehörigkeit zur Ethnie, Religion, Hautfarbe, sexuelle Orientierung oder sonstige mögliche Unterschiede. Wir sehen keine Grenzen, um Leben der Menschen zu retten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.